Tatsächlich. Ich bin begeistert. So. Aber 30. Oh, Alter, 30 Essenzen. Da sind wir ja ewig schon 3 Tage am Zusammenkratzen hier. So. Lässt jeder eine fallen wenigstens? Na, etwas. Oh. Oh, die lassen sogar mehrfach fallen. Na, sehr schön. Ach, cool, kriegen wir über 2, 3 von denen. Das ist ja easy. So. Na, no, das geht ja. So, einmal. Komm, drücken wir hier mal ein paar zusammen, dann hat sich die Sache. So. Hallo, fallt um, danke. So. 28 von 30, auch wenn jede Quest so schnell gehen würde. So, fertig. Oh, ich klatsche jetzt aus Prinzip noch um. So, tschüss. Okay, Quest erledigt. Yistra, Schneefrosch, Kameras kicken. So, nächste Schneemeerlage. Jetzt gehen wir erstmal abgeben. Und hoffen, dass er jetzt keine Folge Quest mehr rausdrückt. So langsam wird es nämlich nervig. Das Problem ist, im Yistra-Hochland schicken die dich mit den Quests teilweise von einem Ende zum anderen Ende der Karte. Da ist jemand keine Lust mehr. Kann ich verstehen. So, Teil 2. Oh, da kommt bestimmt noch mehr. Der weiße Ritter. Was? Dem Turm der tosenden Winde festsitzt. Ach, das ist die Dame, die hinter der Ecke sitzt, die ich schon seit x3 Folgen mal anquatschen will. Ah, okay. So. Na gut, dann müssen wir nochmal rüber ins Aslantal, aber das geht. So, dann haben wir das Holz. Die Spinnensachen, das ist für drüben. Okay, so. Oh, achso, die war ja wieder fast ganz hinten drin. Ach. So, wo war die nochmal? War die nicht da hinten? Ja, siehst du. So. Erledigt. Die hat natürlich eine Folgequest, war ja klar. Oh. So, und nur. Viele Stunden. Ah, jetzt können wir wieder raus. Das hätten wir mal alles früher hier machen sollen. Einfach mal ein bisschen die Punkte hier setzen, wo wir die Karte setzen können. Hätten wir es viel leichter gehabt. Aber naja, gut, man lernt nie aus. So, wo war der Ausgang wieder da? Also Leute, ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich bin froh, wenn wir es hier endlich aus dem Turm, aus dem Yistra-Hochland geschafft haben. Das ist ziemlich nervig hier stellenweise. Man läuft sich ja doch teilweise ein Wolf, bis man ja endlich mal durch ist. Und vor allem, ich kann nicht so die schneeweiße Farbe nicht mehr sehen. Das wird irgendwann ein bisschen zu viel auf Dauer. So, das könnte... Bisschen ist... Ein bisschen ist untertrieben. So, das hier... Quest, so. Warte mal, jemand anderes machen da das doch. So. So. Wenn wir aus dem Yistra-Hochland sind, mache ich mir erstmal eine Kanne Kaffee. Das ist Wahnsinn. Was bringt denn ihr Geld? Ja, super, bringt nicht viel, okay. Und wieder ein Titel. Sag mal, 3 Titel jetzt schon in der Aufnahme. Geht ja. Heute läuft was. Oh, Kaviar. Die Titel-Session, wa? Ja, kannst du mal wissen. So, ich habe nämlich extra mal Jägerfallen besorgt, dass wir hier mal anfangen können. Kavias Farben. Komm. 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 Sehr schön. So, erstes Kaviar, wunderbar. Miedengoblin, Stufe 7, Stärke, Ausdauer, Geschick, Schade, bringt mir gar nichts. Na toll. Was
springen die eigentlich alle weit immer? Ha? Haben wir noch keine Preise, okay? Wo müssen wir denn jetzt hin? Der hat keine Folgequest mehr. Wieder neuer Titel. Dann wollen wir direkt mal gucken. Ist der aktueller wie unserer? Tatsächlich. Und übernehmen. So. Nur 45 Titel. Na, oh, geht. Boah, schade, wir kriegen hier keine Dailies zusammengefarmt im Moment. Finde ich ein bisschen doof. Aber ja, gut, okay. Müssen wir mitleben. So, jetzt können wir erstmal wieder straight on ins Schneemeerlager runterlatschen. Das gibt jetzt wieder ein Stückchen Latscherei hier. Hier brauchen wir nichts mehr. Das Rohholz ist unten, die Spinnen sind hier. Schatz ist drüben, haben wir schon festgestellt. Kann ich die wenigstens rauslassen oder holt ihr jetzt auch gleich wieder automatisch rein? Na, holt sie wieder alle rein. Ach, das ist doch so zum Nerven hier. Kann man das hier irgendwas in der X-Bar konfigurieren? Minimap. Damage Log. Ah ja, komm, den holen wir jetzt mal rein. Wo packt er denn hin überhaupt? Hallo? Hä? Wo hat er denn hingepackt? Okay. Hä? So, DPS. Ach so. Wenn ich den nicht rausschmeißen, dann nervt mich da hinten. Was für ein ist denn das? Goldias, Briefkasten, kann man auch mal rausschmeißen, brauchen wir auch nicht. Gilde, Freunde, Erfahrung sammeln, Zeit. Na, siehst du, geht doch. Geht doch mal auf den Nerven mit der Zeit hier. So. Was haben wir denn? Rüstungsforscher, Ausrüstung wechseln. Okay. So. Magieangriff 18.000. Na, oh, kannst du schon sehen lassen. So. Okay. Schneemeerlager, genau. Die Spinnen waren das. So. Die haben wir aber zwischen auch schon 30 Mal gejagt hier. Naja. Was meckert der wieder hier? Stringfehler, ja, ja, ja. Immer das gleiche, wa? Ja, das ist Standard. So, ich hoffe, die Spinnen konnte ich ja, glaube ich, gar nicht mehr aggro ziehen. Da waren das die Krebse noch, weiß ich gar nicht mehr. Ah, das Eiskrebse hier, wo sind die Spinnen? Ach, da hinten. So, na super. Da kannst du noch Auto-Aggro triggern, okay. Aber die sind wieder kilometerweit auseinander. Na, wobei es geht. Ein paar kann man schon zusammenpullen. So. Bin ich mal gespannt, ob das jeder dabei hat. Ja, sieht mal so aus. Oh, wieder ein Kaviar, sehr schön. So, ich habe gesagt, ich will mich jetzt mal ein bisschen auf die Sammlung von Kavias hier spezialisieren. Wegen den Begleitern, wegen Bonis, tralala. Können wir ja alles gebrauchen. So, dann flitsch mal rein. Danke. Also das Jagen von Kavias ist gar nicht so schwer. Also ihr habt es ja jetzt gesehen. Es hat bei zweimal hat's von zweimal hat es direkt instant zweimal funktioniert. Also kann man echt nicht viel wollen. Wenn man ein bisschen weiß, wie das funktioniert, wie man die zusammen huschen muss, dann geht das eigentlich recht instant. So, was haben wir denn dafür einen gekriegt? Eisechse. Geschicklichkeit, Ausdauer, Weisheit. Toll, bringt mir auch nichts. Shit! Bringt mir alles nichts. Ach, den Altar von Rehfinger, den müssen wir auch noch suchen, fällt mir gerade ein. Aber wo soll der sein? Müsste doch glatt mal unverschämt sein und googeln.
Werde ich mal gleich eine Aufnahmepause machen, dann werden wir mal gucken. So. Spinne. Da noch eine Spinne. Keine Agro verlieren. Sehr gut. Na, der erste Auto wieder ab. Na toll. So. Da weg, da weg, da weg, da weg. Ach, die haben ja auch Dailies, stimmt ja. Na. Lohnt sich jetzt aber nicht wirklich, die rauszuhauen. So. So, wie viel brauchen wir noch? 8. Ja, kriegen wir auch noch zusammen. So. Ist ein bisschen nervig mit den Spinnen. Die rücken immer so weit auseinander. Da kannst du nicht eben mal 10 Stück zusammendrücken. Das ist ein bisschen doof. Aber gut, wenn du jetzt hier instant mal 100 zusammenpullen könntest, hätte jetzt instant 5 Quests fertig. War ja auch langweilig irgendwo. Nein, ist ja gar nichts mehr zu tun. Ja, das stimmt. So. Aber zum Dailies Farmen sind die gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Von 18 Spinnen, 16 Daily Items, ist nicht verkehrt. So, und jetzt haben wir keine Spinnen mehr da. Na, danke. Na doch, da vorne sind noch. So, reicht das? Ja, das langt gerade so. Pam. So, einen brauchen wir noch. Pam, umgezwiebelt. So. Erledigt. Wunderbar. Winterspinne haben wir auch. Erledigt. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Ne, ich gehe die jetzt erst da abgeben, bevor ich wieder hierher latschen darf. Wollen wir mal gucken, dass wir mal ein bisschen was geledert kriegen jetzt an Quests hier. Aber irgendein NPC fehlt mir doch. Ah ne, ich habe alle drei, okay. Wo ist Blake? Ach, nebendran. Na, guck mal. Gar nicht gesehen, siehst du? So, haben wir hier noch eine Quest abzugeben? Nee, ne? Nö. Na, sehr schön. Okay. Wildes Begleiter. Wildes Begleiter. Die bringen mir jetzt persönlich beide nichts. So, Quest, Quest, verhökern, so. Wollen wir jetzt mal gucken, dass wir ein paar Begleitereier hier zusammen looten. Können wir mal gucken, uns einen schönen Begleiter hier raussuchen, einen dann hochtrainieren, tralala. Die anderen Begleiter, die wir dann farmen unterwegs, können wir dann nehmen zum Fusionieren. Ach, da oben ist die DPS-Zahl. Guck mal, eben sehe ich das. Ja, warte mal, den hauen wir mal raus hier. 7800 DPS, ja, kannst du es sehen lassen. Wenn man bedenkt, dass andere auf meinem Level ungefähr 500 bis 1000 fahren. So, Schwarzmarktbuch erledigt, den Schlüssel zurückholen. Wo denn? Kelimo. Wo ist er denn? Kelimo eine Lektion erteilen. So, ich will jetzt mal gucken, dass ich öfters über den Quest-Tracker hier arbeite. Wo ist er denn? Orange da oben. Na, also ist der, laufen wir hin. Wunderbar. So. Ey, ne, Quatsch, der war das. Blake. So. Hallo? Hä? Fünf Gläser Alkohol. Ach da, jetzt hat er eine Quest auf einmal, ist ja witzlos. Borkenbrauch, ihr wollt mich doch fertig machen.